Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind mal wieder mitten in der Nacht. Wir haben 3:30 Uhr morgens. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt endlich mal noch das Finale hier. Damit wir vielleicht schon mal unseren ersten Titel hier einsacken. Ich hoffe mal, wir finden um die Uhrzeit auch noch einen Gegner. Und dann auch noch vor allem im Finale. Ich weiß ja nicht, ob das klappt. Halbfinale gab es ein 7:1 und jetzt würde es das Finale geben. Mannschaftsauswahl, das war das Team von The Road to Glory. Da ist ja auch eine Folge erschienen. Wir spielen aber mit dem LP Massive Team. So, alle fit. Ich würde dem am liebsten, ja doch, fürs Finale gebe ich dem mal hier eine schöne Teamfitness. Job. Hab jetzt keine Lust mit dem Ersatzteam zu spielen. Will schon mit den Jungs auch das Finale spielen. Ja, da schauen wir mal, ob das was wird. Achso, soll ich mal weiter drücken hier? Ah, ich bin echt gespannt, ob wir jetzt hier einen Gegner finden, weil in der Nacht findet man allgemein nicht so gut Gegner und dann halt auch noch fürs Finale. Ich bin mir da nicht so sicher. Ah, vielleicht schon. Ja, sieht doch gut aus. Hier. Kerry Hans Abelon, okay. Mit dem Bayern München Trikot. Und mit dem Barca Trikot. Ja, nimm was du willst. Ich überlasse es dir, mein Freund. So, was hat der? 84 Chemie. Hinten, oh. Oh, Aubameyang vorne drin. Dembaba, Ben Arfa, Oscar, Zom, Elise, LM. MVIA, MZDM, boah, nur Pace da vorne, außer vielleicht Bar, der ist zwar nicht so schnell, aber kann köpfen wie Sau. Walker auf Rechtsverteidiger, Nagatomo Linksverteidiger, Perea war in der Mitte und DD und im Tor hatte er Sirigu vom PSG. Okay, dann schauen wir mal, was das hier wird, ey. Naja. Regen, ich hasse Regen. Und dann auch schon wieder so ein abgefuckter pinker Ball. Ich weiß nicht, was das immer soll hier. Obwohl man den sehr schön sieht, also der ist gut. Okay, er geht ziemlich aggressiv drauf. Könnte positiv sein. Schicken wir hier Bale. Bale zieht rein. Ah, shit. Da hat er die Tasse nicht angenommen. Ich wollte zurück auf Balotelli legen. Er spielt mir in die Füße. Ich leite weiter auf Van Persie. Ah, shit. Da ist der Ball versprungen und er hat dann halt aus unmöglichem Winkel abgezogen. Was heißt, der Winkel war nicht unmöglich, aber die Schusshaltung von ihm. So, Joe Hart hat den Ball hier auf... Oh, so kurz wollte ich den nicht machen. Ich wollte ihn eigentlich direkt auf Luis spielen. Percy, Aguero. Aguero geht durch, weil er tackelt ziemlich aggressiv. Hier ziehen wir... Ich wollte mit dem Chop reinziehen. Ich hätte auch einfach abschließen können, aber ich wollte nochmal choppen und dann mit Finesse reinmachen. Sollte ich vielleicht hier im Finale nicht unbedingt machen, sondern erstmal ein Tor machen. Aber das klappt schon. Hier geht's weiter. Touré auf Balotelli. Spielen wir mal nach außen. Ja, Bale kommt auch durch. Boah. Zu weit vorgelegt. Schade. So, Weitabstoß. Hier haben wir den Ball mit Touré. Zurück auf Luis. Wieder auf Touré. Auf die Seite auf Bale. Er kann sich den Ball erobern. Aber hier ist Kabul. Sehr schön. Und Mitte. Balotelli. Aguero wieder auf Balotelli. Balotelli auf Aguero in der Mitte. Es ist dann doch Ramirez. Da habe ich eine flache Flanke reingemacht. Aber irgendwie war es da ein bisschen gestochert. Drücken wir mal weg. Standardmäßig. Der Gegner geht ziemlich aggressiv auf den Ball, auf den Gegner drauf. Also auf mich. Das hat man sehr schön... Was macht denn der Hart eigentlich immer? Der kommt mir hier immer aus dem Tor geschossen. Keine Ahnung. Das hat man sehr schön gesehen, wo das geklappt hat mit dem Ball durchlassen bei Aguero. Da bin ich ja wirklich durch zwei Gegenspieler durchgekommen, weil er halt so presst mit seiner Verteidigung. Ist nur ein Vorteil für mich, also ich habe nichts dagegen. Hier flankt er rein. Kann ich sehr mies klären. Aber er steht in dem Abseits mit im Wir war das, glaube ich. Keine Ahnung. Spielen wir hier einen Halbkreis. Aguero gewinnt das Kopfballduell. Schade.
So, haben wir den Ball aber wieder erobert. Na komm. Ja, sehr schön. Lass mal wieder durch. Und wie haben wir es hier auch wieder gesehen? Ich wäre durch gewesen, aber er hat noch einen Fuß reingekriegt. Er ist wirklich sehr aggressiv auf dem Ball. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefrustet, weil er nicht unbedingt so die Spielanteile hat, die er sich vielleicht wünscht. Spielen wir mal hier lang. Auf Bale. Bale. Ah, ziehen wir mal rein. Okay, Eckball. Er containt auch immer mit zwei Leuten auf einmal. Reißt sich damit halt auch Lücken. Hier holt dann Torwart raus. Okay, merken wir uns für die nächste Ecke. Da ziehen wir den dann ein bisschen weiter raus. Hier David Luiz auf Balotelli. Balotelli lässt den Ball durch. Da hatte er anscheinend den Verteidiger noch nicht ausgewählt. Hier Van Persie. Sehr schön. Und, ach, schade. Ich sagte, er ist drinne, wenn er nicht geblockt wird. Sehr schade. Ach so, oh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wegen Torwart rausholen. Mist, den hätte ich jetzt natürlich dann weiter rausgezogen. Vorher habe ich es noch gesagt. Ja, da will er durchpacen, wird aber nix. Ich laufe hier mit Touré. Er ist wirklich richtig aggro. Hier auf Kabul. Kabul auf Balotelli. Balotelli Vollspann. Oh, schade. Ich denke, wir sind hier am Drücker, aber ich denke, wir sollten auch nachlegen, weil er hat so... Oh, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Ich mache die Ecken einfach dann immer viel zu schnell, wie ich sie standardmäßig machen würde. Und ja, das geht dann halt auch mal daneben. So, Balotelli hier außen auf Aguero. Aguero lässt durch. Ah, choppen wir hier mal. In die Mitte. Oh, ja, so wollte ich den natürlich nicht spielen. Ich wollte ihn auf Balotelli kurz spielen. Haben wir aber wieder... Fast, ja, doch, Regen könnte liegen bleiben, ja. Den Bolster ins Aus. Sehr schön. Haben wir nichts gegen. Hier nehme ich mal ein bisschen Ball hoch. Er ist eh schon so aggressiv. Deswegen kann man sowas echt mal machen. Oh, schade, dass Percy da nicht zum Schuss kommt. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein Tor machen. Er hat richtig eklige Spieler mit Aubameyang und Demba Ba. Da kann immer ein Gegentor passieren. So, hier spielen wir durch auf Balotelli. Er, okay, ich werde jetzt hier... Ich wollte jetzt... Boah, krasse Aktion von ihm. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht sweaten. Ich habe wieder eine flache Flanke reingemacht. So, haben wir den Ball und... Oh, Balotelli, Ballannahme. Bale kann sich aber... Nein, nicht ganz. Doch, kriegen wir einen Freistoß. Sehr schön. Oh, Mist. Verdrückt. Aber so ist auch noch okay. Durchlassen mit Kabul ist das okay. Ich dachte vielleicht Aguero, aber leider nein. Kabul macht dich jetzt nach hinten, mein Freund. Können wir den Ball... Ja, den müssen wir haben. Ja, haben wir. So, Kabul, jetzt gibt einen Ball ab und jetzt mach dich nach hinten. Hier schicken wir Aguero. Oh, den hat er wieder. Und das ist doch Elfmeter. Also Jungs, guckt euch... Jungs und Mädels... Guckt euch bitte diese Aktion nochmal an. Das ist einfach der Wahnsinn. Wenn das kein Elfmeter ist, der Ball, der liegt 5 Meter weit von Aguero weg. Und er bolzt mich einfach um. Oh, hier zieht er mich weg. Ich habe den Schuss schon vorher ausgeführt gehabt. So, hier jetzt aber mal hier auf den Ball. Den haben wir. Ja, sehr schön. Hier schicken wir Aguero. Sehr schön. Ziehen wir rein. Vollspann. Oh, kann er wieder blocken. Also ich weiß nicht, wie viele Schüsse wir jetzt haben. Flanke. Oh, schade. Kompany kommt nicht zum Kopfball. Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Hier nach hinten raus. Van Persie. Balotelli durchlassen. Und es klappt wieder. Er containt, wie gesagt, mit zwei Leuten. Also da ist schnelles Spielen angesagt, weil er reißt sich halt Lücken damit. Weil es muss ja auch einen Nachteil haben, wenn man mit zwei Leuten drauf geht, sonst wird es ja jeder machen, ne? So, Bale auf Balotelli jetzt hier. Balotelli läuft außen frei durch, aber er schickt Aguero, okay. Jetzt sweaten wir. Tut mir leid. Ich musste jetzt wetten. Also es war irgendwie so ein ganz komischer Spielverlauf. Ich hatte schon wieder Millionen Chancen und habe einfach keine gemacht. Und ich wollte jetzt einfach ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Tut mir leid. So. Sehr schöne Balleroberung von Bale. Schade. Also das Problem vom Gegner ist ganz eindeutig, dass er viel zu krass mit seiner Verteidigung auf den Ball geht. Und er containt halt immer mit zwei Leuten.
Und ja, dadurch reißt er sich halt ziemlich krasse Lücken. Müsst ihr mal drauf achten. Also wenn er dann wirklich mit zwei Leuten auf mich drauf geht, dann muss ich halt nur den langen Ball durchstecken und dann ist irgendwer immer frei durch gewesen bis jetzt. So, wundert mich. Okay, hier Balotelli hat den Ball. Sehr schön, können wir durchziehen. Oh, jetzt würde ich gerne ein Hackentor machen, aber wird nichts. Oh, kleiner Fail von mir. Ich wollte rein choppen, aber bin von der Taste abgerutscht. Schade. Den haben wir. Na, haben wir jetzt aber. Sehr schön, Company. Hier spielen wir kurz. Und jetzt auf Aguero Ball durchlassen. Und mal draufziehen. Oh, shit. Ein bisschen war die Vorbereitung im Arsch, aber naja. Hier Balotelli wieder durch. Hier schicken wir Aguero. Aguero jetzt voll spannend drauf. Und da macht Aguero das Ding einfach rein. Machen wir hier einen schönen, ja, Brustklatscher oder wie wir es nennen mögen. Aguero wirklich einen bombastischen Schuss, der Kleine. Ja, so klein ist er auch nicht, 1,75. Ja, hier hat man es auch wieder gesehen, mit zwei Leuten draufgegangen. Lücke für Aguero, Vollspann rein das Ding. Also, der Gegner macht sich selber schwer. Und nach vorne kommt halt von ihm auch nicht viel, weil er verliert ziemlich schnell den Ball gegen mich hier. So, da sehen wir es wieder. Habe ich den Ball mit Luis. Hier spielen wir auf Aguero. Und hier, da ist er schon wieder sofort draufgegangen. Da muss ich einfach nur eine Körpertäuschung machen. Hier, Chop, Aguero links, rein das Ding in den Winkel. Sehr schön. Ich glaube auch, der Gegner wird quitten. Ziemlich sicher, weil er so eine angepisste Spielweise hat irgendwie. Und diese Spieler sind dann meistens, wenn sie sicher wissen, dass sie nicht mehr gewinnen werden. Und das ist meistens so bei so einem 4-5-0. Dann fangen sie an zu quitten. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, er ist auch so einer, wie wir ihn im Halbfinale hatten. Der wirklich bis zum Ende voll durchspielt. Ich mache jetzt mal ein bisschen fancy Moves hier. Okay, da hat er genau das Richtige gemacht, was ich auch immer mache. Einfach dahinter warten. Aber naja. Jetzt will ich eigentlich aber auch kein Gegentor mehr fangen. Hier zieht er durch mit Elisseux. Ich glaube, der 93 Pace. Aber den kriegt er nicht ordentlich auf den Mann in der Mitte. Hat auch, glaube ich, nicht die besten Flankenwerte, Elisseux. So. Ja, versucht ein bisschen zu dribbeln. Stelle ich ihm einfach die Laufwege zu. Na. Ja, Aguero, komm. Kuhn. Ach, scheiße. Ich weiß auch nicht, ob ihr es hört. Ich habe ja einen spanischen Kommentator drauf. Und wie ist das eigentlich? Wie ist bei euch der Ingame-Sound? Also ist der Ingame-Sound zu leise? Soll ich den vielleicht noch ein bisschen lauter machen, mit ihr ein bisschen noch die Kommentare hört? Hier, Balotelli. Ah, wollte ich nur mein Torwart heben. Schade. Hört ihr den Ingame-Sound hier zu leise? Zu laut, glaube ich, eher nicht. Dann hättet ihr euch bestimmt schon beschwert. Aber vielleicht wollt ihr auch ein bisschen den Kommentator hören. Ich habe aber, wie gesagt, den Spanier drauf. Ah, schade, wollte ich reinziehen. Ich habe einen spanischen Kommentator, weil der einfach Emotionen ins Spiel bringt. Das ist einfach tausendmal geiler. Müsst ihr euch mal reinziehen. Müsst mal Kommentator auf Spanisch stellen. Richtig geil. Hier, Aguero ziehen wir rein. Okay, er containt, wie gesagt, von hinten dann in der Situation und deswegen konnte er mich auch abfangen. Wo haben wir den Freistoß? Hm. Ich glaube, ich mache ihn trotzdem aufs Tor. Doch, ja, hier schön mit Bale. Obwohl, Percy hat eigentlich Power. Der muss doch mal so ein Ding hier auf den Kasten bringen. So. Ah, viel zu locker, glaube ich. Nee, geht drüber. Schade. So. Also ich denke, den Gegner haben wir bisher ziemlich dominiert. Ich kann mich jetzt an keine Torchance von ihm erinnern. Lennon. Hier, da sieht man es wieder. Er containt wirklich immer mit zwei Leuten. Und das kann nichts werden. So kannst du nicht gewinnen. Das Contain mit zwei Leuten kann man auf jeden Fall einsetzen. Aber nicht immer. Also, es bringt halt nichts, man reißt sich nur selber die Lücken rein und ja, ihr habt gesehen, was dann daraus kommt. Wenn man wirklich alle Situationen hier im Spiel zusammenzählen würde, wo ich frei durch war, also das waren ja wirklich massig Situationen. Hier wieder raus, auf die Außen, Lennon, Aguero, auf Balotelli, hier sieht man es wieder. Ja, okay, ich brauche es gar nicht mehr zu erwähnen, also es ist jetzt, glaube ich, offensichtlich für alle. Ja, wollte ich mit dem Roulette und dann wollte ich eigentlich sofort einen Sidestep machen am Torwart vorbei. Ja, Kabul, komm, hol dir das Ding, sehr schön.
Hier spielen wir auf Aguero. Auf die Außen auf Lennon. Ja, der kann den Ball aber nicht halten. Schade. Und jetzt hier Luis. Na komm. Komm. Oh, oh, oh. Habe ich eine Lücke gelassen hier. Aber das wird nichts. Nee. Hat er nochmal eine Chance gehabt, aber so nicht. Was ich gerne mal mit euch diskutieren würde, was haltet ihr von den Ballbesitzstatistiken? Ich halte die für übelst gelogen. Ich will jetzt hier mit der Hacke. Hacke. Och nein. Das sah jetzt wieder übelst wie ein Sweat aus. Aber so, man kann diese Hackentore wirklich nur so machen. Weil wenn der Torwart im Tor steht, dann macht er das nicht mit der Hacke. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Ich mache bestimmt nicht... Ja, okay, jetzt quittet er. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oder er schreibt mir jetzt Sweaty Cunt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder er lässt jetzt einfach mal alle Pausen durchlaufen. Kann natürlich auch sein. Ich würde gerne mal sehen, sehe ich eigentlich, wie fit seine Spieler sind? Ach nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Okay, er hat uns eine Nachricht geschrieben. Gucken wir mal kurz. Sure. Okay, sicher. Ja, es tut mir leid. Ich entschuldige mich nach dem Game nochmal bei ihm. Das wollte ich echt nicht, also... Ich meine, er hat jetzt auch eigentlich nichts fancy rumgemacht, hat hier nicht, keine Ahnung, auf Zeit gespielt oder sonst was. Das war scheiße jetzt, aber ich wollte es halt mit der Hacke machen. Es wäre halt... Na, es wäre wahrscheinlich auch nicht so das Nette gewesen, aber... Es sieht halt geil aus. Bei guten Spielern. Wie zum Beispiel Aguero einer wäre. Und da ist Aguero durch. Aber nein, jetzt mache ich irgendwas anderes. Gott sei Dank hat er nicht irgendwie so reingemacht. Also sonst wäre ich wahrscheinlich hier gehatet worden. Für Sweaty Cunt und was weiß ich. So. Was ist denn jetzt los? Hat er mich anscheinend umgehauen. Ach, Bale, den hatten wir doch letzte Episode schon. Dann machen wir den doch einfach mal wieder rein. Ach, schade. Aber Bale hat wirklich einen starken Freistoß, muss man sagen. So, jetzt wissen wir aber, dass er rauskommt. Also versuchen wir, den mal ein bisschen rauszuziehen. Hat auch geklappt, aber diesmal holt er natürlich nicht raus. Hat sogar sehr gut geklappt, muss ich sagen. Kam genau auf den Mann. So, dann erobern wir uns den Ball hier auf Percy und er zieht wieder alles raus. Hätte ich einfach noch durchstecken müssen. Hier stecke ich durch auf Percy. Wollte ich jedenfalls. Jetzt komm, ein Tor machen wir noch. Weiter. Aguero, Vollspann. Latte. Nochmal weiter auf Balotelli vielleicht? Nein. Okay, macht er vielleicht noch einen Ehrentreffer jetzt. Ich hole jetzt Joe Hart raus und kann auch abfangen. Sehr schön. Müssen wir doch keinen Gegentreffer mehr hinnehmen. Haben wir jetzt hier vielleicht noch eine Chance mit Kun Aguero. Er holt seinen Torwart raus. Vorbeigezogen. Ja, okay. Das nenne ich jetzt nicht unbedingt Sweat. Also, ich meine, kurz noch einen Torwart aussteigen lassen auf der Außen. Und ich hätte ich geschossen, hätte ich halt einen Mann angeschossen. Ja, ich würde mal sagen, das war dann... Nochmal ein dezentes 6-0 hier im Finale. Also jetzt wird er auch abpfeifen. Vielleicht will der Gegner nochmal Pause drücken und uns Sweaty Cunt schreiben oder so. Aber ansonsten müsste das Ding hier gelaufen sein. Und der Goldpokal müsste in unseren Händen sein. Ja, das Ding ist zu Ende. Sehr schön. Jetzt noch wegdrücken. Damit wir unsere Spielerbewertung anschauen können. Da sehen wir schon mal, wer die Tore gemacht hat. Ramirez hat die ganze Sache eingeleitet. Und dann ging es auch weiter. Jetzt sehen wir vielleicht gleich, ja. Also Titelgewinn, Goldpokal, 2000 Münzen, Glückwunsch, genieß deine Belohnung. Die Belohnung. Werden wir natürlich tun. So, Balotelli und Aguero mit gleicher Bewertung. Spieler des Tages ist Balotelli geworden. Percy auch eine 8-9, sehr stark. Lennon 8-5, Bale 8-5 und auch unser ZDM mit 8-2 und 8-9 sehr gut bewertet. Allgemein eigentlich alles gut bewertet. Tore gab es 1 von Balotelli, 2 von Aguero, 1 von Van Percy, 1 von Bale und 1 von Ramirez.
Eigentore gab es keine natürlich. Torvorlagen haben unsere beiden Stürmer jeweils zwei gemacht und der Lennen eine. Und dann Schüsse aufs Tor. Okay, da durfte jeder fast mal außer Touré und Lennen. Ja, erfolgreiche Pässe sehen wir wieder im Mittelfeld. Eigentlich ganz okay, außer wieder Bale fällt ein bisschen ab mit seinen Pässen. Aber ansonsten ist das ganz okay. Dribblings, okay, 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 okay. Und Joe Hart hatte zwei Paraden. Wir können ja nochmal so. Ja, Münzen gab es 2-6. Gehen wir nochmal so in die Spieldetails rein. Ja, der Gegner hatte einen Schuss aufs Tor. Wir hatten 11 Schüsse aufs Tor. Schussgenauigkeit von 64% ist nicht das wahre. Passgenauigkeit von 75% ist auch nicht das wahre. Aber ich meine, wir haben 6-0 gewonnen. Also ist ganz okay. Jo, ich würde mal sagen. Ja, gehen wir nochmal hier auf weiter. Aber im Allgemeinen, wir sind ja jetzt durch. Das war der erste Pokal. Ich muss sagen, das Team spielt sich doch ziemlich nice. Muss man wirklich sagen. Ich starte mal hier gleich einen neuen. Damit wir mal aufs Team kommen hier. Das Team spielt sich wirklich nice. Und die Statistiken sagen auch so einiges. Also Balotelli 14-16. 14 Spiele, 16 Tore, Aguero. Wenn das hier mal weggeht, mein Club, ja. Na komm. Aguero hier 14-19 und Percy 14-15. Das heißt, alle drei hier vorne sind positiv in der KD, nenne ich es mal. Also mehr Tore als Spiele. Und das nenne ich doch ganz solide. Der Bale ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Na gut, 14-3 ist jetzt nicht so das Wahre. Und Lennon hat, glaube ich, sogar nur 1, ja. Ramirez hingegen hat schon wieder, ja okay, den hatte ich ja schon im Verein sozusagen. Touré hat noch gar kein Tor gemacht. Okay, der Rest ist eher uninteressant. Aber ich würde mal sagen, das war's dann wieder für heute Nacht. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Episoden aufnehmen. Ich habe schon noch ein bisschen Bock zu zocken. Und so habe ich dann halt auch noch ein bisschen Material für euch. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Sagt was zum Team, wollt ihr vielleicht da und da mal eine Änderung? Ich hätte vielleicht in der Hinter, also was heißt alles hinter Percy, da könnten wir bestimmt mal was ändern. Obwohl mir die Abwehr und der Torwart auch super gefallen. Aber so in der Mitte können wir bestimmt mal was machen. Also sagt mal, was ihr so gerne sehen wolltet. Vielleicht irgendwelche Spieler, die ihr selber mal spielen wollt, aber euch vielleicht erstmal einen Test reinziehen wollt. Schreibt mal was in die Kommentare. Das war's wieder von mir. Also Jungs und Mädels, macht's gut. Schaltet wieder ein, wenn's nächste Mal heißt Let's Play Messi.